Die Spitzen der französischen Regierung treten an zur Trauerfeier. Eine Polizistin wurde Opfer einer islamistisch motivierten Attacke. Der Staat fühlt sich getroffen. Warum wurde sie getötet? Weil ihre Kollegin in den Augen dieses Mannes, dessen Namen ich mich weigere zu nennen, die französische Polizei und damit die Autorität des Staates repräsentierte. Achtung, das Fahrzeug. Die Ordnungskräfte und mit ihm der Staat werden immer wieder angegriffen. Mal mit Messern, mal wie hier in der Pariser Banlieue mit Feuerwerkskörpern. Vertreter der Polizei sehen Schmerzgrenzen überschritten. Die Gesellschaft verändert sich und wird immer gewalttätiger. Anstatt miteinander zu diskutieren und mit Wohlwollen und Gelassenheit miteinander umzugehen, beschimpft man sich lieber. In die Schlacht geworfen hat sich nun eine Gruppe aktiver und ehemaliger Offiziere der französischen Armee. In einem öffentlichen Appell beklagt sie den Niedergang Frankreichs und fordert den Staat zum Durchgreifen auf. Andernfalls, so die unverhohlene Drohung, müssten die Kameraden einschreiten. Wir treffen Jean-Pierre Fabre-Bernardac, den Initiatoren der umstrittenen Aktion. Der pensionierte Hauptmann der Gendarmerie Nationale schlägt Alarm. In jeder Stadt gibt es Viertel, selbst in den kleinsten Städten mit 25.000 Einwohnern. Viertel, in denen ständig was passiert. Wir haben es mit Clans zu tun, Gruppen, die nicht länger das Gesetz akzeptieren. Gemeint sind Orte und ihre Bewohner wie hier Tremblay, etwas außerhalb von Paris, die Banlieue, Orte mit hoher Kriminalitätsrate und immer wieder Scharmützeln mit der Polizei. Mohamed Lamani erlebt die sozialen Probleme hier jeden Tag. Seit der nahegelegene Flughafen viele Beschäftigte wegen der Covid-Krise nach Hause schickte, nimmt etwa der Bedarf an Essensspenden stetig zu. Ich finde das gut. Die Hilfe ist gut. Es gibt Leute, die wegen Corona in Schwierigkeiten geraten sind, Probleme mit der Arbeit haben und kein Geld, um Essen zu kaufen. Lamani weiß um die Probleme und die Konflikte hier, wehrt sich aber gegen die pauschalen Angriffe der Soldaten gegen die Banlieue. Sie wollen die Gesellschaft spalten. Ganz einfach, darum geht es ihnen. Sie wollen die Gesellschaft spalten und Wählerschaft für die nächsten Wahlen gewinnen. Tatsächlich hat vor allem die extreme Rechte die Attacken der Soldaten dankbar aufgegriffen. Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen kommen sie in ihrem Law-and-Order-Wahlkampf gerade recht. Für Unruhen und Gewalt macht sie den Präsidenten verantwortlich. Die Bilanz ist dramatisch. Eine Bilanz, die die Franzosen nachdenklich machen sollte, denn es ist offensichtlich, falls Emmanuel Macron, und das wäre das größte Unglück für die Franzosen, wiedergewählt wird, würde das allgemeine Chaos bedeuten. Auch Le Pen hat immer wieder von wörtlich Abschaum gesprochen, der in der Banlieue lebe. Viele Jugendliche in Tremblay haben die Nase von ständigen Attacken von rechts außen reichlich voll. Wenn man in der Banlieue, den Vorstädten, eine Gruppe Jugendlicher vor einem Gebäude stehen sieht, heißt es oft, klar verkaufen die Drogen. Klar passieren da merkwürdige Dinge. Dabei ist das gar nicht klar. Wir hängen manchmal nicht vor einem Gebäude, sondern auf einem Parkplatz ab. Wir sind einfach da und lachen miteinander. Wir wollen Zeit miteinander verbringen. Ich denke, dass es in den Vorstädten schwierig ist, weil manche Bewohner keine Arbeit haben und manche Drogen gedealt haben, um Geld zu verdienen. Aber die Leute haben nur das Schlechte gesehen und das behalten sie im Kopf. Sie schmeißen alle in einen Topf. Sie sagen nicht, da gibt es auch andere, die sich anstrengen, um zu arbeiten. Sie machen uns regelrecht schlecht. Wenn ich sehe, dass sie wörtlich von Horden der Banlieue sprechen, zeigt das doch, dass wir von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Tatsächlich haben der Ex-Militär Fabre Bernardac und seine Mitunterzeichner wörtlich von Horden der Banlieue gesprochen. Ist Ihr Begriff Horde nicht diskriminierend und stigmatisierend? Was ist die Definition einer Horde? Das ist eine gewalttätige Gruppe. Und wir haben es dort mit gewalttätigen Gruppen zu tun. Sehr gewalttätig. Wenn wir den Begriff abschwächen sollen, um ihnen dort eine Freude zu machen, bitte sehr, aber das ändert nichts an der Situation. Willkommen, unser Ziel heute ist, euch unser neues Ausbildungsprogramm vorzustellen. Im Jugendzentrum von Tremblay suchen Bewohner Hilfe beim Berufseinstieg. Viele wollen etwas aus sich machen, aber das Gerede über die Banlieue erschwert das.
Da spielt auch Rassismus mit rein. Bei der Vergabe von Jobs gibt es Diskriminierung aufgrund von Nachnamen und Fotos. Aber ich glaube, das größte Problem ist die negative soziale Darstellung von jungen Menschen aus den Vorstädten. Wir fragen den ehemaligen Soldaten, ob seine Sprache und seine Aktion nicht auch rassistisch seien. Klar, man ist immer Rassist. So einfach ist das. Wenn Sie jemanden in Verruf bringen wollen, sagen Sie, er sei Rassist. Und da die Franzosen Angst haben, halten Sie dann die Klappe. Widerspruch bekommen die 55 Generäle und tausende andere Militärs, die den Appell von Jean-Pierre Fabre-Bernardac unterzeichnet haben, nicht nur aus der Banlieue, sondern auch von den Spitzen der Regierung. Ich kann diese Initiative nur mit der größten Entschlossenheit verurteilen. Sie richtet sich gegen all unsere republikanischen Prinzipien, gegen die Ehre und die Pflicht der Armee, wobei diese Generäle für niemanden außer sich selbst stehen. Eine Attacke von Generälen, Gewalt und soziale Probleme. Frankreich und seine Banlieues, das ist eine Beziehung von Urteilen und Vorurteilen, Abgrenzung und Ausgrenzung. Der heraufziehende Präsidentschaftswahlkampf wird da wohl nicht beruhigen.